und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich meiner Vollständigkeit halber mal gucken, ob er auch aufnimmt. Warum ist hier eigentlich das, genau, so mal das Display. Ich hoffe, Mama kann es gut erkennen. Mama, es geht mal ein, zack. Weil sich zu niedrige Spielstufen ja gar nicht lohnen, mache ich mal, ja, 20 Sekunden. Ich will meine Geduld auch nicht zu sehr strapazieren. So, der Vollständigkeit halber spiele ich mal gegen ihn hier. Deswegen auch das normale Brett aufgebaut. C3. Erstens C3. Jetzt werden alle anderen Rechner auch aus dem Buch, deswegen gleicht sich das jetzt aus. So. Ich weiß, wie man aus dem Schachverein damals zu Besuch war, als ich Figuren angesehen habe. Boah, sind die handgeschnitzt. Ah nein, mit Kennerblick hat er erkannt, die sind gedreht. Natürlich sind die handgeschnitzt. Die Bauern sind alle handgeschnitzt. Da war der Weltmeister im Schnitzen, war da dran, der hat die alle gleich geschnitzt. Deswegen sehen die alle gleich aus. Mir ist das vollkommen Wumpe. Mir gefallen die Figuren. Fertig. Egal. Die Springer, könnt ihr mir vorstellen, sind die handgeschnitzt? Sehen die ziemlich gleich aus. Wohl ganz gleich auch nicht. Ich hatte die Springer ja handgeschnitzt. Springer sind handgeschnitzt, Wert der Springer. 96 Euro das Stück, Wert alle anderen Figuren 5 Euro. Ja, ich spiel mal hier. Mal gucken. Ich habe jetzt letztens einen Schachcomputer gesehen. Wie hieß der denn? Mir fällt gar nicht an, wie der hieß. Der hatte wohl auch so eine Art annähernd turniergroßes Brett. Da waren da so Kreise. Statt LEDs, da waren da so Kreise halt zu sehen, so Leuchtkreise. An der Seite so ein Mini Raspberry Pi da drin. Gefühlt Hardware, 100 Euro, 344 Euro Verkaufspreis, ich weiß nicht. Das war dann mit Stockfish, war das als Engine, die passte sich dem Spieler dann an. Das heißt, wenn der Spieler angefangen hat, großen Schrott zu spielen, hat Stockfish auch großen Schrott gespielt. Wenn der Spieler gut gespielt hat, hat Stockfish auch gut gespielt. Mir war das ein bisschen teuer. Ich entwickle einfach mal eine Figur. Ich mach mal nicht Angriffspakt für einen Moment, damit er hier nicht gleich ins Kissen weint. Was die anderen ja gemacht haben, teilweise, also der MM2 meine ich und der MM5, die haben dann später groß rochiert. Das Problem war nur, dass ich dann mit B4 und A4 und solchen Sachen ankam und die dann recht schnell das Zeitliche gesegnet haben. E7, E6. Mir könnte ja bösartig sagen, man könnte über jeden Zug froh sein, der nicht Schrott ist. Hat hier der Mephisto nicht auf Stufe 1 Läufer B5 gezogen und er kam mit so einer Klamotten wie H5 um die Ecke? Ich mach mal Läufer B5. Läufer B5 kann ja kein Fehler sein. F1 um B5. So eine Art Spanisch. Ich glaube, auf 10 Sekunden pro Zug kam er schon mit solchen Klamotten um die Idee. Total sinnlos. Sinnloser geht es gar nicht mehr. Da entwickelt man den Läufer. Läufer D6. Oder A6. F8, D6. Also hier, der bessere Zug richtet sich gegen Springer E5. Obwohl, richtet, ja, du, Läufer nimmt, Bauer nimmt. Springer E5 kann ich vergessen. Würde ich den tauschen? Vielleicht Läufer G5? Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das aus der damaligen Zeit, von damals gesehen, eine recht gute Spielstärke war. Man sollte natürlich nur die Packung möglichst nicht mit 12 wahnsinnig fantastischen Gründen
zupflastern, warum das Gerät jetzt so episch fantastisch ist. Also man sollte nicht daherkommen und dann schreiben hier starke Vereinsspieler könnten das Spiel, das Teil nutzen. Man muss eigentlich auch bedenken, das ist ja ein recht altes Gerät, B1D2. Ich hoffe mal, ich gebe keinen zu großen Cramp ein. Da kann man nicht allzu viel erwarten. Und auch wenn jetzt eine Eröffnungsbibliothek genommen hätten von 1000 Halbzügen, das ist doch auch nichts. Da wäre sowieso, ja, laufend aus dem Buch. Deswegen haben sie es wahrscheinlich gleich gelassen. D8, D7, das ist natürlich fantastisch. Dann nehme ich erstmal raus. Ja, er hat wohl keine andere Möglichkeit gesehen, die Festung zu unterbinden. Vielleicht wäre natürlich also Läuferzug durchaus eine Möglichkeit gewesen, das zu auszuschalten. Aber möglicherweise hat er dann befürchtet, Läufer schlägt C6, Bauer und Springer E5, und dann kommt doch Dame E8. Aber was soll's. Ich kann jetzt hier nicht epische Rechentiefen erwarten. So. G4, Läufer G4 schlägt, Turm G1. F5, A3, zack, Figur weg. Könnte man ja mal machen. Also auf G4 kann er nicht nehmen, auf G4. Deswegen mache ich den jetzt. G2, G4. Mal gucken, ob das geniale Wissen des Spitzenprogrammierers, welches zustimmendes Nicken von Schachgroßmeistern erhalten hat, ihn davon abhalten kann, die Figur zu nehmen, den Bauern zu nehmen. Also müsst ihr nur rechnen, Läufer G4 schlägt Turm G1. Und dann müsst ihr darauf kommen, F5, H3, Figur weg. Der muss da gar nicht rechnen. Das kann der aber nicht. Repo, das geht nicht. Turm G1, zack. Abgesehen, dass es davon natürlich auch, sagen wir mal, nicht unproblematisch ist, jetzt die Linie gegen die Rochade zu öffnen. Ja gut, er kann ja Turm G8 ziehen, also König beiseite, Turm G8 später, dann ist da ja auch nicht so viel. Deswegen, ich frage mich, ob das überhaupt eine echte Schwäche ist, dieser Doppelbau. Er kann ja später auch noch E5 ziehen. Natürlich nicht, wenn er so einen Crab zieht da. F6, F5, H3, zack, Figur weg. Er kann natürlich jetzt auch den ziehen. Will ich nehmen, den Bauern nehmen. Dann, ja, ich weiß nicht, ob das dann. Wahrscheinlich würde ich es gegen Deep Blue persönlich dann noch ab einstampfen, die Partie. Wie selten ich dieses Brett raushol. A6, okay, dann nehme ich mal hier auf C6 auch noch weg. Dann nutze ich gleich mal die Möglichkeit, neben der Mehrfigur auch gleich hier eine Figur wegzutauschen. Ich hätte gedacht H5. Um dann wenigstens, wenn ich den Läufer nehme, mit den Bauern zu nehmen und dann eine solide Bauernmehrheit hier zu haben. Aber C6, was hat er denn gerechnet? Läufer A4? B5, Läufer C2 und dann H5? D7 schlägt C6. Nehmen wir immer weg. H3, G4. Und das ist natürlich der Unterschied zu heutigen Computern. Das ist hier auf die niedrigen Stufen verliert er die Partie automatisch von ganz alleine. Na gut, kann ja sein, dass man erstmal auf G4 kommen muss. Lippo, man muss erstmal auf G4 kommen. Da ist so guter Zug. Kein Computer kommt auf solche Züge. Die raufen sich alle die Prozessoren. Können es nicht glauben. G1, G4. Steht sogar das Schlägsymbol. Wurde auch großartig in der Bedienungsanleitung. Ihr könnt es euch schon vorstellen, episch erwähnt, internationale Figurensymbole, also Turm G1 nach Turm G8 hat er ja nicht. D1, C2, go for it. Für 1979 bestimmt ein gutes Gerät. Wenn man über keinerlei Spielstärke verfügt, so als Schachanfänger bestimmt auch nicht schlecht. Dann gewinnt man ab und zu mal. Nein, die Güter gänzt sich der Lippo erstmal ab.
Spaß mit dem Gähnen in den Lippo. Dann ruch hier einfach mal groß. Zack, zack. Und machen den ganzen gleich mal ein Ende. E1, C1. Sogar das Königssymbol. König E1, C1. Wow. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das heißt, der hat ja nicht nur dieses Display, sondern links daneben stehen auch die Symbole für die Figuren. Das finde ich ganz gut. Für 1979 ist das eine gute Sache. Das Display war 1979 bestimmt eine schöne Sache. Zumindest ist das Display besser als das vom MM5. Das zeigt keine Figurensymbole an. F8, G8. Zacka. Dann mache ich mal hier Dotia Matt auf H7. D1, H1. Jetzt kommt es eigentlich nur noch drauf an, und ich hoffe mal, dass ich nicht zu großen Crap spiele hier, dass da tatsächlich drauf ankommt hier. Die Sache schnell zu beenden. Ich muss aber ehrlich sagen, dass er immer noch besser spielt als der Millennium-Schrott. Der hat nämlich hier, obwohl einzügig matt rote Springer auf C3 genommen. Und dass ich einzügig matt sitzen lassen. B5, D3, natürlich. Das Matt ist nicht zu verhindern. Ich muss die Dame geben. Wer käme denn auf F5? Zack. C2, D3. Schachspaß mit dem Schachcomputer. Ich hoffe mal nicht, dass er Lippo blind war, was anderes gezogen. Du machst jetzt B5, D3. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mal Schachcomputer gab, die die Schachregeln nicht beherrscht haben. Die dann zwischendurch Züge gemacht haben, die den Regeln nicht entsprachen. Wie es sogar Geräte gab, wie ich gelesen habe, bei dem man sogar eingehen konnte, meinetwegen in dieser Stellung Springer F3, F7. Die haben das doch angenommen. G8 schlägt, G4 Lippo, ich gebe mich geschlagen, du bist zu gut, ich bin zu schlecht. Zack, Schachmatt. D3, H7, Denkarbeit in kleinster Weise erforderlich. Zack. Lose. Eigentlich müsste schon dieses Lose, man kennt es ja von manchen Bildschirmen, da brennt sich ja das Bild so ein, wenn das zu lange zu sehen ist. Da müsste dieses Lose müsste schon zu sehen sein, obwohl das Gerät schon aus ist. So oft wird er wahrscheinlich Lose erscheinen. Ja. Was war es jetzt hier? Versuch mal den Wortlaut Schachpartie zu vermeiden. Ja, was soll man sagen, es ist ein altes Gerät. Vielleicht kann man später ja besser, wenn man hier spielt, 10 Minuten pro Zug. Oder keine Ahnung, 8 Stunden pro Zug, wenn man dann auf der Arbeit ist. Lässt man den Rechner für den Zug rechnen, kommt total K.O. von der Arbeit und macht dann, verliert dann die Partie sang- und klanglos, wenn man zu müde ist. Ja. Vielleicht eine Tourneepartie. 3 Minuten pro Zug. Das könnte sein, dass er dann besser spielt. Man weiß es nicht, da habe ich aber keine Geduld zu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.